Hallo und herzlich willkommen zu diesem Motivationsmontag. Und ich glaube, ich bin jetzt offiziell obsessed mit Lichtverhältnissen. Ich habe mir jetzt ernsthaft hier eine Lampe hingestellt von meiner Uroma, glaube ich, ist die noch. Und ja, ich sitze eigentlich vor meinem Fenster, aber das war zu hell und ich konnte dann nicht sehen. Und ja, aber jetzt habe ich gute Lichtverhältnisse. Yay! Und ja, ich habe nasse Haare. Und das ist alles nicht das Thema dieses Videos. In diesem Video sollte es eigentlich um eine weitere Person gehen, die mich inspiriert hat, sehr inspiriert hat. Aber ich habe mir gedacht, dass meine Haare komisch liegen. Aber ich habe mir gedacht, dass ich viel lieber über ein Thema reden wollte, das ja quasi mehr oder weniger so spontan gekommen ist. Und ich weiß nicht, ob ich schon mal vorher darüber geredet habe, aber ja. Selbstmotivation ist jetzt das Thema und das ist so eine Sache, mit der ich mich an sich sehr viel beschäftigt habe, aber mehr so indirekt. Also es ist nichts, wo ich jetzt für recherchiert habe oder sowas. Wenn man jemand ist wie ich, der sehr gerne viele Dinge tut, dann ja, passiert das, dass man sich selber motivieren muss, weil man dann manchmal keine Lust hat, aber man will ja diese Dinge tun und man will sie regelmäßig tun und ne? Und ja, ich habe da mit der Zeit so ein paar Methoden, sag ich mal, entwickelt. Das Ganze hier jetzt kam eigentlich erst dadurch zustande, dass jemand, den ich übers Internet kennengelernt habe, zu mir gemeint hat, als die Person halt diese Videos gesehen hat hier, also diese Motivations-Montags-Videos, ja, so heißt das, meinte sie, dass das vielleicht auch als eigene Motivation für mich gedacht ist. Und ich habe das bisher vorher gar nicht so gesehen, also sie meinte halt, dass ich diese Videos halt auch mache, um einfach ein Video zu machen und mich quasi selber zu motivieren und ja, mich dazu zu bringen, einfach mehr Videos zu machen. Und so habe ich vorher darüber noch gar nicht nachgedacht gehabt und deswegen fand ich das total interessant und dachte mir, ich mache jetzt ein Video darüber, mit was ich mich so selber motiviere. Und ich glaube, dass diese Videos definitiv auch dazugehören, weil ein großer Punkt in diesem Motivieren-Dingsens ist es für mich, so eine Art Routine zu schaffen. So eine Routine ist irgendwie total wichtig, also halt einfach so eine Art Alltagsgefühl aufzubauen und bestimmte Dinge zu einer bestimmten Zeit zu tun, weil ich finde, dadurch ja, gewinnt das Ganze irgendwie so einen festen Charakter und man baut das fest in seinen Alltag ein und man weiß, ja, jetzt mache ich das oder jetzt könnte ich das machen. Ich habe schon immer irgendwie das Problem gehabt, wenn ihr meine Planer-Chaos-Videos kennt, wisst ihr das vielleicht, dass ich nicht so gut eigentlich... Ja, ich will eigentlich nicht Dinge mega fest planen, weil ich das eigentlich irgendwie auch doof finde und lieber da so ein bisschen Freiheiten habe. Und das bricht mir dann manchmal noch so ein bisschen das Genick, weil ich dann nicht... Ich will mich halt nicht zu irgendwas gezwungen sehen oder fühlen. Und das passiert halt oft, gerade wenn man Sachen zur Routine macht. Weil es dann irgendwann halt passiert, dass man diese Sachen quasi nur noch macht, weil man sie halt machen muss. In dem Sinne, also weil man sich halt vorgenommen hat, sie zu machen und nicht... Ja, man verliert halt so ein bisschen den Spaß daran. Das ist halt dann schade. Und das ärgert mich dann auch immer total. Das hatte ich zum Beispiel auch mit meinem Blog, wo ich immer Wochenrückblicke gemacht habe die letzte Zeit. Diese Wochenrückblicke haben mich irgendwann einfach nur noch genervt irgendwie. Also ich mochte es zwar schon noch, sie zu schreiben, aber ja, es war halt nicht mehr... Also ich habe sie halt geschrieben, um sie zu schreiben. Und ja, die Themen, über die ich dann geschrieben habe, habe ich mir so ein bisschen aus der Nase gezogen. Und das fand ich halt dann total schade irgendwann. Deswegen lasse ich das jetzt auch. Mit diesen Motivationsvideos hier ist es aber auf keinen Fall so. Also die mache ich halt wirklich richtig gerne und ich finde es auch irgendwie cool, einfach so 2 Tage quasi für mich festgelegt zu haben. Also eigentlich ja montags und ich weiß gar nicht, ist es donnerstags? Ich glaube, es ist eigentlich donnerstags, wo ich Videos rausbringen will. Und ja, dann habe ich noch so ein paar andere Sachen. Also zum Beispiel für die Blogposts habe ich mir halt auch so Tage ausgemacht. Ich habe jetzt mir angewöhnt, immer um eine bestimmte Uhrzeit zu schreiben. Ich habe meine Kanji, die ich jeden Tag lerne, direkt nach dem Frühstück. Und das sind halt so Sachen, die mir dann halt auch helfen, diese Sachen zu machen. Und da bin ich auch irgendwie stolz drauf, dass ich das halt auch dann hinbekomme. Eine andere Möglichkeit, mich selber zu motivieren, sind so Art Belohnungen. Und damit meine ich jetzt nicht, ich kaufe mir jedes Mal, wenn ich ein Video gemacht habe, ein Buch. Das wäre auch cool, aber dann würden sich nur Bücher stapeln und ich würde mich schlecht fühlen, weil ich diese Bücher nie lese. Nee, es sind eher so Kleinigkeiten, also zum Beispiel Schokolade, Kaffee. Ich trinke immer Kaffee, aber Kaffee ist noch so ein bisschen ein anderes Thema. Ja, einfach halt so kleine Sachen, mit denen man sich belohnt und auch wenn man mal was Größeres gemacht hat oder wenn man mal längere Zeit irgendwie so der Routine gefolgt ist, dann kann man sich auch mal mit was Größerem, also zum Beispiel ein Buch, belohnen. Ja, dieses Belohnungssystem halt, das ist halt, weiß ich nicht, ein anerkanntes Motivationssystem. Und es funktioniert ganz gut bei mir, also ist ja bei jedem halt nochmal unterschiedlich. Das sind ja jetzt keine Universallösungen für jeden. Und tut mir leid, falls ich verschwommen werde. Ich glaube, ich sage gerade verschwommen, ist egal. Dann wie gesagt,
Kaffee. Kaffee ist auch etwas, das mich sehr motivieren kann. Nicht immer. Ich weiß nicht, manchmal ist mein Körper da irgendwie so ein bisschen meh. Manchmal reagiert er nicht so richtig auf Koffein und ich glaube, es ist sogar nachgewiesen, dass Koffein eigentlich gar nicht wach macht. Aber egal, darum geht es auch gar nicht, sondern einfach um diesen Effekt, den das für mich dann gefühlt quasi hat. Das muss ja gar nicht mal wissenschaftlich nachweisbar sein. Es gibt mir halt irgendwie dann wieder Energie, genauso wie wenn man halt, weiß ich nicht, irgendwas isst. Das gibt einem ja auch irgendwie Energie, wobei mich das auch manchmal einfach müde macht. Aber Kaffee übrigens manchmal auch, genauso wie Cola, ist es manchmal sehr seltsam. Ja, aber an sich hilft Kaffee mir wieder so in was reinzukommen und ich trinke meinen Kaffee dann meistens in meinen Pausen. Quasi, wenn ich Dinge tue und dann eine Pause mache dazwischen, wozu ich gleich noch komme, dann trinke ich halt meinen Kaffee, das entspannt mich dann auch und dann habe ich wieder Energie danach und deswegen hilft mir das da sehr. Dann als letztes noch diese magischen Pausen, die sehr helfen, motiviert zu bleiben. Also zumindest mir helfen sie sehr. Es kann auch passieren, dass diese Pausen dann mal sehr lang werden und manchmal motivieren sie dann nicht, dann machen mich irgendwie müde. Aber meistens sind diese Pausen sehr sinnvoll und ja, helfen halt so ein bisschen meine Energie dann wieder aufzuladen sozusagen. Deswegen trinke ich dann halt auch Kaffee und ja, belohne mich halt mit irgendwas. Also meistens halt irgendwie Schokolade oder ein Keks oder was weiß ich. Ja, oder schaue dann halt eine Serie oder ein Let's Play und das ist dann so meine Entspannung und auch in dem Sinne meine Belohnung. Diese Pausen sind dann halt auch so ein bisschen in diese Routine eingebaut und ja, Pausen finde ich sind sehr wichtig, egal was man jetzt macht. Also wenn man jetzt auch lernt oder sowas, helfen irgendwie Pausen da, ja, motiviert und fokussiert zu bleiben. Und ich bin sowieso jemand, meine Konzentrationsspanne ist meistens nicht so vorhanden. und dann hilft es halt sehr, wenn ich halt Pausen irgendwie dazwischen einbaue. Wie gesagt, das kann halt auch schief gehen. Ich glaube, viele kennen das, wenn man so dann anfängt, irgendwie eine Serie zu gucken, dann so, ah, noch eine Folge oder beim nächsten Buch, ah, noch ein Kapitel und irgendwie, ja, ist die Pause dann von, was weiß ich, einer halben Stunde zu 2 Stunden mutiert. Aber das ist auch noch so eine Sache, also das Ganze nicht so eng zu sehen, hilft mir meistens auch sehr. Ja, aber das Pausending war jetzt so mein letztes Thema für dieses Video. Ich versuche, meine Videos ein bisschen strukturierter zu machen und ich will diese Motivationsvideos eigentlich wieder kürzer halten, aber ich bekomme es nicht hin, also ja, Entschuldigung dafür, weil eigentlich war das ja mal so gedacht, dass die kürzer sein sollen, aber ja, irgendwie, vielleicht komme ich dann wieder zurück. Vielleicht hilft euch ja das eine oder andere aus diesem Video. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr so tut, um euch selber zu motivieren. Vielleicht habt ihr da ja ganz andere Methoden als ich, vielleicht macht ihr was Ähnliches wie ich. Schreibt es mir in die Kommentare und ja, dann seht ihr hier jetzt noch überall meine ganzen Kanäle und also ich habe nur 2, aber und Videovorschläge und sowas alles. Yay, Endcard-Zeugs. Jetzt ist es ja einfacher und ich dachte mir, ich probiere das jetzt auch mal und mache das auch mal und so. weil Werbung und Eigenwerbung hilft und ist sinnvoll und ich sollte mehr Eigenwerbung machen, weil Eigenwerbung ist gut, auch wenn es voll negativ besetzt ist. Egal, darüber wollte ich nicht reden. Ich wollte dieses Video beenden. Ich kann keine Videos beenden, es tut mir leid. Aber ich glaube, das kann niemand. Also bin ich da voll der typische YouTuber. Ja, dann würde ich sagen, kommt motiviert in die Woche und bis zum nächsten Mal.